Hallo und willkommen zu Albenrevue. 1978 begann das japanische Label Sony eine Albenreihe herauszubringen, die sie als Sound Image Series bezeichneten. In den darauffolgenden Jahren erschien hier eine Reihe aus LPs, die heute auf Vinyl recht schwer zu bekommen sind, außer man ist bereit, sehr tief in die Geldbörse zu greifen. Die Idee war damals, eine Art Compilations zu produzieren, die gänzlich der Atmosphäre der Tropen und des Südens verschrieben waren. Manchmal spricht man hier auch von Faux Exotique. Diese Platten sollten nach Sonne und Strand klingen, doch nicht in einem touristischen Sinne. Hier ging es mehr um die Ambiance von tropischer Einsamkeit, das Gefühl, ein Robinson auf einer einsamen Insel zu sein. Nun, vielleicht nicht ganz einsam, eine Tiki-Bar sollte schon dabei sein und viele Banana Daiquiris. Das mag heute nun alles nicht so aufregend klingen, denn wir hatten inzwischen Millionen Compilations in den 90ern, die alle irgendwie Buddha Bar hießen oder das Wort Ibiza im Namen hatten. Doch 1978 war das alles noch eine sehr originelle und außerordentlich charmante Idee. Die erste LP, die hierzu veröffentlicht wurde, trug den einprägsamen Namen Pacific und wurde von drei großartigen Künstlern bestritten: Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki und Tatsuro Yamashita. Alle drei Musiker schienen sich damals bezüglich ihrer musikalischen Schöpfungen an einem sehr ähnlichen geistigen Ort zu befinden. Gerade Haruomi Hosono blickte auf rund 5 Alben zurück, die allesamt dem neuartigen pazifischen Sound verschrieben waren. Dies war wie eine kleine Retro-Bewegung innerhalb der populären Musik, denn Faux Exotique oder Exotica ist in erster Linie eine Musik der 50er Jahre gewesen. In der Nachkriegszeit gab es gerade in den USA ein regelrechtes Tiki-Fieber. Restaurants wurden zu Themenrestaurants. Da durften dann weder die großen Rattan-Sessel fehlen, noch die legendären Tiki-Fackeln. Alles musste plötzlich polynesisch oder hawaiianisch anmuten. Dieser Drang nach Exotik war letztendlich eine recht nachvollziehbare Reaktion auf den modernen Zeitgeist, der sich in der Nachkriegszeit manifestierte. Das Bürgertum war einerseits recht konservativ, doch Roosevelts New Deal zeigte seine wirtschaftlichen Früchte. Niemand mochte sich zwar eine eigene tropische Insel leisten, doch dies ist auch der Beginn der Konsumgesellschaft, die unentwegt mit emotionaler Werbung bombardiert wird und ständig angehalten wird, zu träumen. Diese Gesellschaftsform hält schließlich bis heute an. Immer noch heißt es überall: ergreife deine Träume, verwirkliche dich, lasse die Seele baumeln. Aber gemeint ist natürlich: kaufe unseren Kram. So wurde auch die Musik damals passend konzipiert. Zu den exotischen Restaurants und Bars mit den anmutigen Kellnerinnen in Grasröckchen gehörte eben ein passender Sound dazu. Musiker wie Martin Denny und Les Baxter oder Arthur Lyman wurden zu Propheten des neuen Exotic Sounds. Wer also denkt, dass Compilations mit übertriebenen, erotisierten Covern eine Erfindung der Chill-Out-Ibiza-Kultur sind, der irrt sich um gut 40 Jahre. Doch zurück in die 70er. Dort griff Haruomi Hosono bereits mit seinem Debütalbum Hosono House in 1973 diesen Sound auf und wurde schnell zu einer Schlüsselperson einer neuartigen Retro-Bewegung. Hinzu kam wohl, dass die japanische Gesellschaft der 70er Jahre von ähnlichen exotischen Sehnsüchten erfüllt war wie die Amerikaner am Ende der 50er Jahre. Doch ob gewollt oder nicht, Hosono war zugleich im Innersten ein progressiver Musiker, geradezu ein Avantgardist. Deshalb haben seine Exotika-Beiträge stets diesen unterschwelligen Twist. Hosonos Selbstwahrnehmung ist dabei unbestritten. Da ist viel Augenzwinkern dabei und versteckter Humor. Hosono versteht stets, dass dies alles Schwärmerei ist. Und ist man erst auf der exotischen Insel und dem erträumten Strand angekommen, folgt schon bald die Gastroenteritis, der Durchfall, die Bisse der Mücken und die Stiche von Quallen und die ewige Abzocke, von der dritte Welt so untrennbar ist. Die Laufzeit des Albums ist gerecht zwischen Hosono, Suzuki und Yamashita aufgeteilt.
Shigeru Suzuki ist ein junger Gitarrist, der zusammen mit Hosono bereits in der Band Happy End gespielt hatte. Er ist zu diesem Zeitpunkt gänzlich dem lateinamerikanischen Jazz verschrieben und hatte 2 Jahre zuvor bereits das beachtete Album Lagoon veröffentlicht. Der Multiinstrumentalist und Sänger Tatsuro Yamashita hatte ein Jahr zuvor das Album Spacey aufgenommen, das damals vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit erhielt, die es verdient hätte, doch heute voller Faszination als ein Geniestreich angesehen wird, der die Downtempo-Musik vorwegnimmt. In den frühen 80ern würde er die funkigen Alben Ride On und For You aufnehmen, die heute zu Meilensteinen des J-Pop gehören. Pacific repräsentiert also einen besonderen Schnittpunkt in der Karriere dieser drei Künstler, die sich hier nicht zurücknehmen und alle Register der Exotica-Kunst ziehen. Von charmanten Samples mit Ozeanbrandung über lässige Surfmusik-Gitarren, funkige Basspassagen und einem chilligen, entspannten Beat. Ironischerweise befindet sich Haruomi Hosono bei der Erstellung des Pacific-Albums am Ende dieser persönlichen musikalischen Reise. Seine Jahre als Exotica-Künstler sind gezählt, denn er ist fasziniert von elektronischer Musik. Der letzte Track dieser Platte mit dem Titel Cosmic Surfin' ist bereits eine Spur zu elektronisch für den typischen Dandy-Tiki-Sound. Denn Hosono würde nur wenige Wochen später die Band Yellow Magic Orchestra gründen und damit elektronische Musikgeschichte schreiben. Cosmic Surfin' würde einer ihrer ersten Hits werden. Ohnehin ist dieses ganze Album eine Art verkapptes Yellow Magic Orchestra Album, denn auf sämtlichen Tracks findet man Ryuichi Sakamoto an den Keyboards und Yukihiro Takahashi am Schlagzeug. Pacific mag nicht jedermanns Sound sein, doch wer entspannte Surfmusik sucht mit einem Hauch von Faux Exotik, der wird hier eindeutig auf seine Kosten kommen. Hosono, Suzuki und Yamashita mögen als Namen den meisten nicht geläufig sein. Doch in Produzentenkreisen sind dies etablierte Namen, denn ihre Musik wird im heutigen Hip-Hop, R&B und Techno-Sound unentwegt gesampelt. Ich gebe hier bedenkenlos 5 von 5 Sternen. Dies ist ein Album, das man schnell lieben lernen kann. Ist man nur offen für neue Sounds und für Musik, die sich etwas neben der Mainstream-Straße befindet? Hört einfach mal rein. Das war Pacific von Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki und Tatsuro Yamashita. Aus dem Jahr 1978.